Ladies und Gentlemen, willkommen zu meinem Video heute. Ich bin Peter Kovac, der wahrscheinlich größte Internet-Experte der Welt. Das hier ist ein Vlog. Ich möchte hin und wieder ein paar Aspekte meines Lebens herausgreifen und euch davon berichten. Einfach weil ich sage, könnte doch interessant sein. Ihr wisst ja, ich betreibe mehrere Webseiten, habe einen YouTube-Kanal und arbeite als Trainer noch nebenberuflich. Ich bin also äußerst vielseitig beschäftigt, weil ich eben versuche, mir finanziell etwas aufzubauen neben der Arbeit. Und während dieser Jahre, wo ich mich mit Internetseiten beschäftige, ist mir etwas aufgefallen, von dem ich euch heute berichten möchte. Nämlich, dass das Internet euch voll bescheißt und dass die Suchergebnisse, die ihr da in der Suchmaschine so aufgeblättert bekommt, meistens totaler Mist sind. Warum? Ich erkläre euch das anhand von privaten Blognetzwerken und von anderen Suchmaschinenfaktoren, warum das so ist. Aber fangen wir mal von vorne an. Es gibt da etwas, das euch interessiert. Ihr gebt es in Google ein, zum Beispiel, welche Versicherung brauche ich, welches ist der beste Kredit und so weiter. Ihr gebt dort etwas ein und dann kommen Ergebnisse ausgespuckt. Google behauptet ja immer gerne, dass die Suchmaschine der Algorithmus der Suchmaschine immer das beste Ergebnis finden soll. Allerdings basiert dieser Algorithmus auf bestimmten Kriterien. Eines davon ist zum Beispiel, dass eine Internetseite, die viele Links auf sich vereint von anderen Seiten, dass die wohl besonders gut sein muss. Und wenn diese Links sehr hochwertig sind, wie zum Beispiel der Spiegel Online, die Welt Online, die FAZ Online, verlinken alle auf eine Seite, dann denkt sich Google, oh, das muss eine tolle Seite sein. So einfach ist es. Aber schlaue Menschen haben dieses System durchblickt und haben da eine Methode gefunden, wie man diesen Algorithmus beeinflussen kann. Und die Lösung dafür sind eben diese sogenannten privaten Blognetzwerke. Private Blognetzwerke funktionieren so. Stellt euch mal vor, es gab einen Ärztekongress irgendwo in Brasilien vielleicht im Jahr 2006. Und im Jahr 2006 wurde dafür eine Domain gekauft oder ins Leben gerufen, die da hieß Ärztekongress-Rio-2006. Ist jetzt nur ein Beispiel. Und zu diesem Ärztekongress verlinken jetzt ungefähr 1000 Kliniken von allen Ländern der Welt, also die Webseite eines Krankenhauses von allen Ländern der Welt. Sämtliche Ärztefachmagazine verlinken auf diese eine Domain, weil sie sagen, ja, holt euch da eure Infos, das ist der Ärztekongress 2006. Jetzt läuft dieser Kongress im Jahr 2006 ab und die Internetseite wird dann irgendwann gekündigt, weil jemand sagt, ja, ich brauche die Domain nicht mehr. Aber diese ganzen Links von den vielen anderen Seiten, die sind noch vorhanden. Und da kommt also jemand und sagt, okay, ich kaufe jetzt mir diese Domain und die ganzen Links, die da drauf gehen, habe ich geerbt. Und wenn ich eine Domain habe, auf der ich viele Links vereine, dann kann ich von dieser Domain, wenn ich da auf meine Seite über Kreditkarten und Versicherungen und so einen Quatsch da einen Link setze, dann vererbt sich dieser Status auf meine Internetseite. Und meine Internetseite zum Thema Kreditkarte oder Bankkonten oder was auch immer rutscht in der Trefferliste nach oben. Und natürlich werden solche Seiten über Kreditkarten und Finanzvergleiche werden von Leuten gemacht, die Kohle machen wollen. Die nur darauf aus sind, euch die schlechtestmöglichen Produkte zu verkaufen, damit sie reich werden und ihr arm. Und so kommen Trefferlisten zustande. Zu den meisten Keywords oder finanziell wichtigen Keywords gibt es genau solche Netzwerke, jede Menge, und die Leute kämpfen jeden Tag darum. Es tobt eigentlich fast ein Krieg so im Hintergrund. Das kriegt ihr normalerweise gar nicht mit, wenn ihr nicht die ganzen SEO-Blogs lest. Aber wichtig ist, hinter diesen Trefferlisten tobt ein Krieg und mit diesen Blognetzwerken wird das da alles rauf und runter geschoben. Und die ersten drei Treffer ungefähr saugen 80% des Traffics von Google ab. Also nur wer in den Top 3 drin ist, der kann überhaupt irgendwie nennenswerte, gute Besucherzahlen erreichen. Und genau das ist der Grund. Die Leute mit großen finanziellen Interessen platzieren ihre Seiten da vorne mit Hilfe von solchen privaten Blognetzwerken. Oder was natürlich auch funktioniert, wenn man ein bisschen Geld in die Tasche nimmt, in die Hand nimmt, dann geht man zum Spiegel Online und sagt, bitte Spiegel Online, schreibt mir doch einen Artikel über dieses neue Produkt, wir stellen es euch vor, hier schreibt eine Rezension, ob gut oder schlecht. Dann schreibt der Spiegel eine Rezension, die Welt eine und verlinken auf diese Seite. Die kriegen dafür Geld und dann gibt es den Link und dann hat jemand auch wieder diese Haufen Links gesammelt und kann
den Status an seine Unterseiten weitergeben. So ähnlich funktioniert das. Also man muss nicht alte Domains kaufen, sondern es funktioniert auch völlig normal. Man geht auf irgendeine Zeitung und bittet da um Rezensionen oder was auch immer. Und so manipuliert man die ganze Zeit Trefferlisten. Und wenn ihr irgendwas sucht im Internet, dann kommen da vorne immer diese Seiten, die durch irgendwelche SEO-Manipulationen da vorne gelandet sind. Und das ist nicht zu eurem Vorteil, sondern oft sind da Ergebnisse dabei, die einfach scheiße sind. Und am schlimmsten sind diese Seiten, die zum Beispiel mit Test oder Vergleich oder Kauf oder 24 im Namen tragen. Da gibt es zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Zahnbürste minus Test oder Zahnbürste minus Vergleich oder was weiß ich, also alles Produkt und angehängt Test und Vergleich. Das ist die größte Katastrophe, die das Web je gesehen hat. Wenn ich solche Seiten sehe, dann klicke ich die absichtlich schon gar nicht an, weil ich weiß, das ist nur Beschiss. Und genau so solltet ihr es machen. Also ich möchte euch hier sensibilisieren für ein Thema. Im Internet tobt ein Kampf um die Platzierungen bei Google. Und die, die vorne landen, das sind meistens die, die kein Mittel scheuen, um da vorne zu landen. Und das verschlechtert für euch natürlich die Ergebnisse und ihr seid die Gelackmeierten. Tja, was kann man dagegen tun? Dagegen kann man tun, dass man sich manchmal auch Trefferseite 2 anschaut. Wenn ich mir manche so hart umkämpfte Schlüsselwörter angucke, dann gehe ich gleich zu Trefferseite 2 und gucke mir die ersten groß gar nicht an, weil ich weiß, das sind die Betrüger. Und wenn man dann so ein paar Seiten weitergeht, man findet doch sehr, sehr interessante Seiten weiter hinten in Google. Man muss sich halt nur die Mühe machen und nicht so oberflächlich sein und immer gleich den ersten Treffer wählen. Und dann kann man auch ernsthaft gute Seiten und Rezensionen oder was auch immer für das suchen und finden, was man da eben gebraucht hat. Daher so eine kleine Erfahrung, ja. Für Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, sieht das alles so völlig natürlich aus. Ja, da kommen die Treffer. Aber in Wirklichkeit passieren da Dinge, die möchte man eigentlich am liebsten gar nicht wissen. Okay, das war's für heute aus dem Leben eines Internetseitenbetreibers und Bloggers und YouTubers. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte ab in die Kommentare damit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.